Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Skyrim. Ja, wir haben hier so ein bisschen mit dem Elch gespielt. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß dabei wie ich. Okay, der Spaß hat sich eigentlich in Grenzen gehalten. Ich weiß gar nicht genau, was wir hier zuletzt getan haben, wenn ich ehrlich bin. Warum waren wir hier? Ach genau, weil wir die Vorräte hochgebracht hatten und dafür unseren Lohn holen wollten. Und der fiel ja relativ hoch aus, genau. Gut, die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt für eine Quest? Mir wurde empfohlen, zu irgendeinem Pass zu gehen. Das werde ich auch demnächst machen. Allerdings wollen wir erstmal das Horn von Jürgen Windrufer holen. Ganz allein, weil ich endlich Fussroda perfekt beherrschen möchte. Deswegen widmen wir uns heute und wahrscheinlich auch in den kommenden Parts erstmal Ustengraf, so heißt das scheinbar. Ja, wir können uns eigentlich aussuchen, von wo wir reisen wollen. Vielleicht ist durch ein Schneegebiet am interessantesten und nicht so ein doofes, olles Moor. So, ich bin übrigens sehr gespannt, ob das was bringt, was ich jetzt hier gerade mache. Und zwar nehme ich nämlich etwas anders auf als sonst. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und zwar habe ich mir eine externe Festplatte gekauft, 4 Terabyte. Also schon eine ganze Menge, finde ich. Da passt sehr viel rauf. Und zum einen habe ich dann natürlich viel runter machen können. Das heißt, ich habe viel mehr Platz jetzt auf meinem Laptop. Zum anderen speichert Fraps jetzt die Dateien direkt auf der externen Festplatte. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Bisher macht es noch nicht den Anschein, als würde es großartig etwas bringen. Hier und da sind immer noch kleine Lags, so minimal, die ihr eigentlich gar nicht mitbekommen solltet. So eine größeren, aber scheinbar auch noch. Ja, sogar sehr große Lags. Unaufhaltbare. Mann. Uiuiuiui, das laggt aber ganz schön. Vielleicht bringt es auch das Gegenteil. Und wir schließen erstmal auf diese Ziege, die wir perfekt getroffen haben. Yay. So, hoffen wir mal, dass hier nichts in der Nähe ist. Gehen wir auch in die richtige Richtung? Ja, gehen wir. Okay. Ja, ich hoffe einfach, das bringt ein bisschen was. Mal schauen. Vielleicht sind diese Lags jetzt auch Standard. Die werden wir eh nie ganz loswerden. Es sei denn, ich hole mir einen neuen PC. Und das ist auch eine schlechte Nachricht, die ich noch zu verkünden habe. Was ist denn das hier? Oh, Fuchs. Fuchs, den kriegen wir doch, den kriegen wir doch. Psch. Ha. Der hat uns gerade gesehen, aber ich war schneller, mein Freund. Ich war schneller. Die schlechte Nachricht ist nämlich, betrifft den neuen PC, den ich mir irgendwann mal holen wollte. Und ja, das Ganze wird noch ein ganzes Weilchen länger dauern. Mich interessiert trotzdem, was das hier ist. Und zwar hatte ich jetzt eigentlich nahezu genug Geld zusammen. Ich habe gesagt, ab 2000 Euro, wenn ich das zusammen habe. Oh, hier ist eine Leiche. Gucken wir gleich mal. Kaufe ich mir einen neuen PC. Jetzt ist allerdings der TÜV von meinem Auto abgelaufen. Oh, hier ist eine Truhe. Gold, makelloser Amethyst, Stahlbahn brauchen wir jetzt nicht. Und Zaubertrank der Krepp. Ach, jetzt nehmen wir den Stahlbahn doch. Ach, scheiß drauf. Ja, jetzt ist der TÜV von meinem Auto abgelaufen. Warum brennt als einziges das Bett? Okay, da brennt auch noch was. Aber sehr komisch. Knochenmehl, okay. Ich dachte, hier ist ein bisschen mehr los. Ist hier noch was in der Asche? Nope. Ja, TÜV von meinem Auto abgelaufen und das bedeutet, ich brauche ein neues. Und bekanntlich sind Autos ja nicht so billig, ne? Ja, deswegen ist so gut wie alles Geld, was ich gespart habe, wieder weg. Nicht alles, aber ein Großteil und da kann ich es einfach noch nicht machen und investieren. Denn es ist zu riskant, wenn ich. Also im Moment bekomme ich ja recht viel BAföG, aber ich weiß nicht, wie das im nächsten Jahr aussieht. Da könnte es deutlich weniger sein. Und das wäre sehr problematisch. Dann, wenn ich plötzlich nicht genug Geld hätte und hier ums Überleben kämpfe. Denn mit YouTube mache ich auch kein Geld. Höchstens mal durch Flatter, dass mir da gespendet wird. Oh, oh, oh. Noch haben sie mich nicht gesehen.
Okay, jetzt sind wir entdeckt. Moment, Moment, Moment. Ich will gerne meinen Feueratronach. Das sind so viele. Ich weiß nicht, ob die stark oder schwach sind. Und wir erfünfen. Das sollten wir auf jeden Fall auch tun. So, und ich bin total nicht mehr drin. Ich habe lange nicht mehr aufgenommen. So, komm her. Beschwörung verbessert. So, okay, die haben wir schon. Oh, und die andere scheinbar auch. Und da unten ist bestimmt dieser Magier. Autsch, komm her. Rüstengraf entdeckt. Komm her jetzt. Komm. Nimm. Noch ein bisschen. Und nochmal. Und nochmal. Ach, das war's schon. Du hast ihn erledigt, oder? Hast du fein gemacht. Wo ist sie denn? Da. Und ich glaube, ich stelle mal meine Maussensibilität wieder ein bisschen neu ein. Ich muss ganz schön oft so machen. Nee, das muss ein bisschen besser. Das muss noch... Nee, das gefällt mir nicht so. Ich musste mich ja sowieso erstmal an dieses Spielen mit der Maus gewöhnen. Ich habe das noch nie vorher vor Skyrim gemacht. Das war eine ganz schöne Umstellung. Naja, jedenfalls hoffe ich, dass ihr es nicht so schlimm findet, dass erstmal kein neuer PC in Sicht ist und wir weiterhin mit den Lags leben müssen. Ja, mich wahrscheinlich trifft es schon am ehesten. Also, ihr könnt euch wahrscheinlich eher damit abfinden als ich. Naja, irgendwann hole ich mir den besten PC aller Zeiten und dann geht's ab hier. Dann geht's ab hier, YouTube. Okay. Ich hoffe, das geht auch alles in Ordnung mit der Aufnahme und ist am Ende nichts verloren. Da habe ich so meine Befürchtungen. So, da sind wir in Ustengraf. Und bevor wir losgehen, stelle ich nochmal kurz die Maus ein bisschen anders ein. Kurzer Schnitt. So, da bin ich wieder. Und für all diejenigen, die sich fragen, hier liegt ein toter Bandit, das ist schon... Autsch! Wo kommt denn das Skelett her? Wieso bewegt sich hier alles? Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde verrückt. Für all diejenigen, die sich fragen, auf welchem Schwierigkeitsgrad ich spiele, es ist Experte. Ja, nicht der höchste, aber für mich ausreichend. Warum? Mann, ich sollte aufhören mit Skyrim und Fußball spielen, oder? Ach, wieso beschwöre ich die denn? Ich will die doch gar nicht. Ich will doch eigentlich den Bogen. Mit dem ist es doch viel lustiger. Boah, wie der runtergeschwebt ist, ne? Was ist denn jetzt los? Kann das sein, dass Ustengraf ein klein wenig verbuggt ist? Zumindest bei mir. So, ich glaube... Ustengraf war viel mit Draugre. Oh, da hinten nicht. Hier schießen wir mal. Hier gibt's keine Freunde. Okay, und nochmal. Sehr schön. Die hätten wir. Sogar mit Falmer-Pfeilen. Ich glaube auch, die Gegner hier drin sind nicht so stark, weil man die Mission ja normalerweise relativ am Anfang macht. Oh, lebst du? Nö, der ist tot. Du bist tot, mein Freund. Knochenmehl, schwaches Gift der Furcht. Okay. Was haben wir hier? Elixier der Gewandtheit und einen kleinen Heilungstrank. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Auch wenn es nur ein kleiner ist, aber die können uns schon sehr behilflich sein. Ich dachte gerade, da brennt was, aber das ist nur Licht. Nur Licht. Kein Grund zur Sorge. Ja, dann gucken wir doch mal, was du bei dir hast. Auch wieder ein bisschen Gold, eine Magierrobe, die kann man verkaufen. Und, ich dachte Eisenpfeil, jetzt haben wir den Eisendolch mitgenommen. Ach, das ist mir doch so egal. So egal ist mir das. So, Truhe. Ah, 12 Gold. Das lohnt sich hier. Das lohnt sich hier. Okay. Ein Totenmagier. Warum sind denn hier alle tot? Auch wenn du so heißt, ja? Totenbeschwörerrobe. Was? Stahldolch der Seelen? Ist das mit Seelenfalle? Ja, okay. Dann brauchen wir das nicht. Und wir gucken mal, was du noch dabei hast, Dietrich. Gold. Eine Spitzhacke. Mhm. Ich glaube, da bist du hier falsch. Obwohl, wenn es hier eine Gie... Oh, Eisenpfeile. Gib mir.
Gib mir. Oh, ist das mühselig, alles hier aufzusammeln. Aber das mache ich gerne. Denn Pfeile können wir im Moment nicht genug haben. Auch wenn wir gerade all unsere Pharma-Pfeile verschießen, die wir so bekommen haben. So, ich denke, das reicht. Jetzt erstmal wieder neu orientieren. Dich hatten wir, ne? Dich hatten wir abgeschossen. Und dann ging es hier unten weiter. Glaube ich zumindest. Dich hatten wir abgeschossen. Ach egal, die andere haben wir bestimmt auch angeguckt. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Psst, nicht so laut. Ja, ich weiß, dass ich das war, aber das ist egal. Das spielt hier absolut keine Rolle. Hier ist der nächste Tote. Ihr habt doch keine Chance gegen Draug, oder was? So. Oh oh. Ui. Wo ist Rodar? Kann der? Warum schreist du? Oh Gott, da kämpfen welche. Habe ich erst jetzt mitbekommen. Dann mal schnell gucken. Da hinten. Oh oh oh. Kämpfst du gegen mich? Oh ja, oh, was ist denn hier los? Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Ich war jetzt nicht auf so eine Schlacht vorbereitet. Hier, erstmal du. Ich muss mich ganz kurz zurückziehen und sammeln. So. Und jetzt auf in den Kampf. Gegen den... Ich greife den Draugr hier an. Ich glaube, du bist am gefährlichsten von allen. Und hier nochmal. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Ich sehe nichts mehr. Autsch. Au, au, au. Oh, 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 oh. Ui, 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 ui. Die halten ganz schön was aus. Und schieben auch ein ganzes Stückchen ab. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Wir kriegen das schon hin. Ja, okay. Probieren wir es mit denen mal wieder. Dann komm her. Au, 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 au. Lauf. Fresse. Hör auf hier rumzuschreien. Ja, das gehört sich nicht. So, dich hätten wir auch. Sehr gut. Auch nochmal Seelenfalle zweimal zugeschlagen. Ganz ruhig, mein Freund. Ganz ruhig. Hast du fein gemacht. Du hättest mir bloß einen Tick eher zu Hilfe kommen können. Und ich muss sagen, ich habe die ganze Situation hier ein wenig unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass die mir so gefährlich werden. So, wo gehen wir nochmal hin? Bis hierhin. Bis den hatten wir schon auseinandergenommen. Und jetzt gucken wir noch die anderen an und dann war's das für diesen Part. Oh, Schlachter für Schuppen. Weizen? Ist ja fast wie in Minecraft hier. So, ruheloser Draugre, Gold. Na, nimmst du das Gold? Hörst du auf, dich zu widersetzen? Okay, dann haben wir hier noch ein Draugre. Gold und ein Eisenbarren. Ja. Okay, nehmen wir den Eisenbarren. Können wir fürs Schmieden gebrauchen, was wir auch bald wieder mal machen könnten. Na, Beschwörer will ich jetzt. Gold, Spinnenei, schwarze Magierrobe. Okay. Okay, du bist auch noch eine draugere Geißel und hast nur 5 Gold. Das ist ein bisschen enttäuschend. Hier haben wir noch eine Geißel. Gold. Und Knochenmehl. Okay. Ist in Ordnung. Die Ausbeute war jetzt zwar nicht so geil, aber das ist auch egal. Ich würde sagen, hier an dieser Stelle beenden wir diesen Part und ich beende auch diese Aufnahme erst einmal. Um zu gucken, ob alles glatt gelaufen ist. Falls ja, werdet ihr das wahrscheinlich sehen. Falls nein, eben nicht. Oder falls so ein Mittelding passiert ist, dann erfahrt ihr davon mehr im nächsten Part. Bis dahin und tschüss.